Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute ist es wieder soweit. Es gibt ein neues Hörspiel und somit könnt ihr euch zurücklehnen und entspannen und heute das Schauspiel wieder genießen. Das heißt, ihr hört alle Videos noch einmal von der gesamten Woche als Hörspiel ohne Kommentare dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo. Hallo, Herr Hockel? Ja. Ja, ich bin Juno Weiß, die Kontoverwalter in der Firma Ace Investing. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Von welcher Firma rufen Sie an? Ace Investing, eine Online-Investitionsfirma. Sie haben ein Handelskonto bei uns. Aha. So, haben Sie eine Handy mit Internet oder Computer mit Internetverbindung dabei? Immer wieder das Gleiche. Wisst ihr, wenn ihr alle die Leute bescheißen wollt, dann müsst ihr auch mal vernünftiges Deutsch reden, weil das Kakerlakendeutsch, das versteht keine Sau. Dabei hat keiner einen Computer. Sie verstehen Deutsch oder nein? Ja, doch. Welche Sprache sprechen am besten? Ja, Deutsch. Deutsch? Ja. So, haben Sie eine Handy mit Internet oder nein? Wie sagt sie? Ja, sowas besitze ich, ja. So, gehen Sie bei die Google und buchstabieren den Namen unserer Firma ACE Investing. Suchen Sie für ACE Investing und sehen Sie deine Konto, deine Anmeldung hier. Schauen Sie zusammen. Das heißt Ihre Anmeldung, nicht deine. Sie haben bei selbst gemacht diese Anmeldung mit deinen persönlichen Informationen. Wie sehen Sie mich, Herr Bern? Ja, halbwegs. So, gehen Sie bei die Google. Mhm. Schreiben A wie Anton. C wie Cäsar. E wie Emily. I wie International. N wie Nordpol. Ja. V wie Watte. S wie Straße. Nee. T wie Theodor. Nee, das ist falsch. Das heißt T wie Theodor Feil. Nochmal bitte? Das ist falsch, sage ich. Das heißt T wie Theodor Feil. Wie falsch? T wie Theodor Feil. T wie Theodor. Theodor Feil. Nein, nein. Doch, so heißt es. Ace Investing. T wie Theodor. Ja, aber das heißt T wie Theodor Feil. Sagt der Telefonveräppler auch immer. Ja, und? Nochmal bitte? Ja, T wie Theodor Feil. Und dann? Ja, T wie Theodor? Nee, Theodor Feil. Theodor, also Thomas. Nee, Theodor Fall. Ja, ja. Ja. So, danach schreiben Sie I Italien. Aha. N Nordpol. Aha. G Gustav. Mhm. Ja. Punkt. Mhm. I Italien. Mhm. O Oliver. So, was sehen Sie jetzt? Die Google-Ergebnisse. Nochmal? Ich sehe die Google-Ergebnisse. Okay, warte kurz, weil benutzen Sie eine Computer oder eine Handy? Ich sollte ja das Handy aufmachen. Haben Sie eine Computer? Ja, sowas besitze ich auch, ja. Hm. Okay, machen Sie den Computer an. Ich soll den Computer anmachen. Ja, der muss dann aber erst hochfahren. Okay, also machen Sie keine Sorge, ich habe Zeit. Okay, prima. Das hört sich gut an. Ich bin in der Leitung. Wenn Sie da die Computer angemacht haben, dann sagen Sie mir. Mhm. Soll ich dann irgendein bestimmtes Codewort sagen? Nochmal? Soll ich dann ein bestimmtes Codewort sagen? Was für eine Code? Ja, wenn fertig. Nochmal? Ja, wenn das fertig ist mit dem Rechner, wenn der Rechner hochgefahren ist, soll ich dann ein bestimmtes Codewort sagen? Ach so, ja, Sie können das machen. Okay. Okay,
So, bei Ihrem Computer benutzen Sie E-Mail? Ja. Okay, ich werde Ihnen eine E-Mail schicken. Mhm. Haben Sie angemacht? Ja, also der Computer fährt hoch. Ich habe ja gesagt, ich sage gerne ein Codewort. Okay. Mhm. Also wissen Sie diesen Code? Mhm. Okay. So, bei Ihrem Computer benutzen Sie eine Desk? Nein. Okay. Ich werde Ihnen diesen Link per E-Mail schicken und dann Sie können das direkt herunterladen, damit wir zusammen parallel arbeiten können. Mhm. Wozu brauchen wir das? Nochmal? Ich fragte, wozu wir das brauchen. Also, damit ich das parallel zeigen kann, damit wir keine Fehler machen. Ach so. Hm. So, jetzt gehen Sie bei Ihrer E-Mail-Adresse, ich habe Ihnen das geschickt. Der Rechner, ich muss erstmal mein Passwort eingeben. Passwort? Ja. Ja, wissen Sie dieses Passwort? Ja, das weiß ich. Ja, schreiben Sie dieses Passwort und loggen Sie sich ein. Jetzt lädt das Windows erstmal. So, die E-Mail lautet band-hockleff@googleemail.com. Ja. Was denn? Da hat einer gerade im Hintergrund was gesagt. Okay, warte kurz. Hm. Warte kurz. Okay, so, können Sie mir die E-Mail buchstabieren? Ja, du bist doch richtig, die wir da vorgelesen haben. Ah, ist das richtig? Ja, wieso nicht? Ja, wo ist denn jetzt das Problem? Warte kurz, ich buchstabiere nochmal. So, jetzt gehen Sie bei E-Mail. Ja, gerade wollten Sie noch irgendwas buchstabieren. Nein, ich habe das gefunden, die Fehler. Wo war die Fehler? Ach so, wo war denn der Fehler? Weil hier ist also H-O-E-C. Aber Sie haben das nicht mit O-E, ne? Ach so, ja, das kann sein. Ja. Warte kurz. Warte kurz. Sind Sie neu? Warte kurz, weil ich finde nicht die Fehler hier auf Ihrer E-Mail. Mhm. Warte ganz kurz. Was ist denn da für ein Fehler? Was bekommen Sie denn da angezeigt? Bei E-Mail, ich weiß es nicht. Also hier steht Band. Also. Soll ich mal mit Anydesk auf Ihrem Computer gucken? Ja. Haben Sie Anydesk? Ja, dann kann ich ja bei Ihnen mal auf dem Computer gucken. Sagen Sie mal Ihre Nummer. Okay. So, gehen Sie zu Anydesk und sagen Sie mir die neunstellige Nummer? Nee, Sie sollen mir mal Ihre Nummer sagen. Dann kann ich gucken, wo Sie da den Fehler haben. Ja, ich werde Sie helfen mit Anydesk. Okay? Ja, aber ich kann doch nur gucken, wenn ich da bei Ihnen bin. Ich muss doch da bei Ihnen gucken, wo der Fehler ist. Hallo? Ja. Was? Warum machen Sie Spaß mit uns? Ja, ich mach doch gar keinen Spaß, wenn Sie sagen, ja, da ist was Spaß. Falsch. Ja, Spaß jetzt. Ich weiß das ganz genau. Jetzt schon Tag noch. Tschüss. Betrüger. Ich bin Betrüger. Betrüger. Immer noch Betrüger. Immer noch Betrüger. Hallo, guten Tag, Schlampe. Ja, hallo, Betrüger. Wie kannst du ruhen, Sohn? Ja, Sie sind Betrüger. Wo ist deine Mutter jetzt? Dabei deine Mutter jetzt? Du stehst auf ältere Frauen, kann das sein? Deine Mutter. Arbeitet deine Mutter bei Puffer oder nicht? Stehst du auf alte Frauen? Hurensohn. Ja, stehst du auf alte Frauen oder Hurensohn. Warum fragst du nach meiner Mutter? Betrüger. Hurensohn. Ja, Betrüger. Betrüger, immer noch. Tja.
Ja, hallo. Herr Bastian, Mahlzeit. Herr Schmidt am Apparat hier von eToro, Accountmanager. Grüßen. Herr Bastian ist aber nicht richtig. Bastian? Nee, ist nicht richtig. Das ist ja mein Vorname. Ah, Vorname. Ah, okay. Ich hoffe, ich störe nicht, oder? Ja, und wen möchten Sie sprechen jetzt genau? Den Bastian Lümen-Tüschmann. Nee, das ist falsch. Lümen-Tüschen. Lümen-Tüschen, ja. Richtig. Ja, ja. Lümen-Tüschen, ich bin der Account-Manager, ich bin der zuständige Person wegen deinem Handelskonto. Aha. Und bitte sei mir nicht sauer, ich hatte heute ein kleines Unfall, daher kann ich auch nicht gut sehen und bin gerade auf den Arbeit gekommen. Und gerade haben wir auch gesehen, dass sie sich auch bei uns live interessiert haben. Und das Thema ist, wie wollten Sie die Konto freischalten? Da bin ich Ihnen auch Hilfe von meiner Seite. Okay. Sie sind hier zu Hause oder bei der Arbeit? Ja, ich bin zu Hause. Zu Hause. Haben Sie einen Rechner vor sich? Nö, aktuell habe ich den Wäscheständer vor mir. Okay. Mit was haben Sie sich entschieden zu starten? Oder wie ist das Möglichkeit von deiner Seite persönlich? Das wäre ja schon mal ganz schön, wenn Sie mich vielleicht nicht duzen könnten die ganze Zeit. Nee, ich duze ihn nicht. Na doch. Da verstehen Sie, nee. Ich sage nur, von deiner Seite... Ja, das ist duzen. Das ist duzen. Das ist in Deutschland nicht erwünscht. Na, können Sie mir nur erwähnen, bitte, ich tue meine Arbeit. Mit was haben Sie sich entschieden? Ja, aber da machen Sie doch Ihre Arbeit vernünftig und beleidigen Sie die Leute nicht am Telefon. Mein Herr. Das heißt auch nicht mein Herr, das heißt Herr Lümmeltütchen. Nicht du, nicht mein Herr, es heißt Herr Lümmeltütchen. Herr Lümmeltütchen, ich frage ihn wirklich exakt, wie wollen Sie die Staaten machen, bitte? Die Staaten? Was für Staaten? Na, mit was haben Sie sich entschieden zu starten, Herr Lümmeltütchen? Mit 250, 300, 400, 500? Ja, und was 250, was 400, was 500? Erdbeeren oder was? Hallo? Ja, hallo. Ich rede hier auf Deutsch, ja? Na, eigentlich nicht irgendwie. Sie reden komplett Kakerlakendeutsch, aber kein richtiges Deutsch. Warum haben Sie sich dann registriert? Was habe ich? Wie, was habe ich? Ja, was? Ich verstehe Sie kaum. Sie verstehen mich kaum? Ja. Ja, okay. Warte, ich gebe dir jetzt meine Vorgesetzte. Warte, warte kurz. Warte. Jo. Hallo, guten Tag. Ja, mit wem spreche ich da jetzt? Sie sprechen mit der Frau Neumann. Ach, Frau Neumann, okay. Hallo. Sie haben sich ja gerade eben bei uns registriert. Und auf welcher Seite denn? Auf IQ Toro. Ach so, ja. Das hat der Mann gerade eben irgendwie nicht hingekriegt, mal zu erzählen, um was es geht. Okay. Sie haben sich, wie gesagt, bei uns gerade eben registriert. Wir sind dafür zuständig, Sie anzurufen, um nachzufragen, ob Sie Hilfe brauchen, wie weit Sie sind. Es gibt auch Informationen, die wir Ihnen zusätzlich geben können, damit Sie Ihr Konto auch vollständig aktivieren und damit Sie auch wissen, mit wem Sie zusammenarbeiten. Mhm. Okay. Als erstes möchte ich Sie herzlich willkommen heißen und dann auch nachfragen, ob Sie soweit alles verstanden haben oder ob Sie Hilfe brauchen, ob Sie Erfahrung mitbringen. Ja, soweit habe ich alles verstanden, ja. Okay. Haben Sie schon mal getradet? Oder ja. Ist das erste Mal, dass Sie versuchen, Geld zu investieren? Nö, das habe ich schon öfters gemacht. Öfters gemacht. Wie ist das denn gelaufen bis jetzt? Ja, bis jetzt ganz gut. Ganz gut. Sie handeln auch selber? Mhm. Profi in dem Bereich? Na, Profi würde ich jetzt nicht sagen, aber ich versuche halt mein Glück, ne? Okay, aber Sie handeln nach Glück oder eher nach Wissen? Beides. Beides, also bis jetzt, okay. Hatte ich halt immer Glück. Ja, aber das ist kein Glücksspiel, es ist ein Finanzinstrument. Wenn man weiß, wie das Ganze funktioniert, dann kann man viel mehr erreichen, wie ja, nur gut, zu schätzen. Aber CSDs oder CSDs sind schon ein Glücksspiel. Das ist ja eigentlich, also vom Grunde genommen ist es ja nichts anderes als Glücksspiel mit CSDs. Klar kann man damit ein bisschen Wissen auch richtig liegen, aber letztendlich weiß man ja vorher nie, wie sich der Markt dann wirklich entwickelt. Das kann sich ja jederzeit ändern. Das ist so, aber trotzdem, wenn man mehr darüber weiß oder wenn man halt auch Strategien verfolgen kann, dann ändert das viel an dieser ganzen Sache. Ja, das ändert schon viel, aber nichts daran, dass es letztendlich Glücksspiel bleibt, ne? Das ist die Seite, die Sie so sehen. Mhm. Okay, Herr Lümmeltütchen, was machen Sie denn beruflich? Kommen Sie auch in der Finanzenwelt? Nö, ich arbeite nicht. Ach so, okay. Ja, dann machen wir Folgendes. Viele Fragen haben Sie jetzt diesbezüglich nicht.
Ich würde Ihnen gerne dann die Bankverbindung per E-Mail zukommen lassen. Oder besitzen Sie eine Kreditkarte? Ja, eine Kreditkarte habe ich auch, ja. Okay, dann würde ich die gerne wieder an meinen Kollegen weiterleiten, damit er mit Ihnen gemeinsam das Konto aktivieren kann. Na, meinen Sie, der kriegt das hin? Der hat ja gerade schon nichts verstanden. Na, dann können wir das gemeinsam machen, ist kein Problem. Mhm. Okay, Sie sind ja vor dem Computer? Nee. Nicht? Mhm. Dann setzen Sie sich bitte vor dem Computer. Ich mache gerade die Wäsche. Ach so. Ja, wann können wir das denn dann gemeinsam machen? Oder ich schicke Ihnen einfach den Link auf Ihre E-Mail. Sie brauchen dann nur draufklicken und eigentlich kennen Sie ja sich mit der Technik aus. Mhm. Und falls Sie aber nicht weiterkommen sollten, können Sie mich dann wieder kontaktieren. Ich schicke Ihnen einfach am besten eine E-Mail von mir aus. Ja, ganz unten in der Signatur. Das wird nicht weiter nötig sein. Okay. Warum? Ja, ist ja keine seriöse Plattform. Keine seriöse? Woher wissen Sie das denn? Ja, ich habe mir die Plattform vorhin ja angeschaut, deswegen habe ich ja da nicht weitergemacht, weil das war nicht seriös da. Was meinen Sie mit nicht seriös? Was kommt Ihnen denn nicht seriös vor? Na, es fängt ja schon erstmal an, wie man sich bei Ihnen legitimieren soll. Das ist schon nicht seriös. Dann, dass man da sein Geld auf einen Krypto-Wallet aufladen soll über eine Drittwebseite, das fand ich nicht seriös. Das macht ja keine normale Bank so. Also ich bin ja nun nicht seit gestern im Trading und also so unübersichtlich und so undurchsichtig habe ich das noch nie gesehen. Also legitimieren, das ist bei jeder Plattform so. Man muss einen Personalausweis oder irgendwas rüberschicken, damit man sich verifizieren kann. Ja, aber doch nicht unverschlüsselt auf eine Webseite hochladen. Das ist ja alles unverschlüsselt da bei Ihnen. Das macht man normalerweise über eine Postident-App oder ja per Postident per Brief. Aber doch nicht da, so wie Sie das machen. Das macht man per E-Mail. Das macht man per E-Mail. Sie können die über. Nein, das macht man so. Das machen Sie vielleicht so, aber so ist nicht legal. Denken Sie. Ja. Das denke ich nicht nur, das kriegt man auch so beigebracht hier in Deutschland, dass das nicht legal ist. Ja gut, Herr Dümmeltischchen, dann wollen wir ja nicht unsere Zeit verschwenden mit Ihnen und Sie auch nicht mit uns. Dann wünsche ich Ihnen mal alles Gute. Ja, verschwendet ist ja die Zeit nicht. Ich meine, das hat ja immerhin noch einen lehrreichen Zweck für YouTube. Super. Ja. Alles Gute dann. Alles klar. Tschüss. Ja. Steiner? Ja? Wie geht es Ihnen? Denise Müller am Apparat. Im Auftrag des Maklers bitpanda.eu rufe ich Sie an. Erwische ich Sie zu einem guten Zeitpunkt? Ich würde den Zweck des Telefonats erklären. Ja, warum geht's denn? Dankeschön. Ich melde mich bei Ihnen telefonisch im Auftrag unseres Inserentes, wobei Sie sich online angemeldet haben. Wir sind weltweit bekannt, Bitpanda, bekannte Makler, der Ihnen Zugriff, Verzeihung, zu den Kapitalmärkten Bereich Börse anbietet. Sie haben vor einer Woche ab und zu eine Online-Werbung gesehen diesbezüglich und ich bin diejenige, die Sie über Ihre Interesse informieren wird. Ist gerade ein guter Zeitpunkt dafür oder wollen wir lieber einen Termin miteinander vereinbaren und ein bisschen ruhiger über das Thema diskutieren? Können Sie mich mal hören? Ja. Okay. Wäre gerade ein guter Zeitpunkt dafür oder wollen wir zu einem anderen Zeitpunkt diesbezüglich diskutieren? Ja, geht. Geht? Okay. Herr Steiner, Sie sind bestimmt über 18 Jahre alt, weil Sie so jung mehr telefonisch eigentlich schon kommen. Sind Sie? Okay. Haben Sie vorherige Erfahrungen im Bereich Börse? Wissen Sie, wie das überhaupt funktioniert? Was hat Ihre Interesse eigentlich überhaupt aufgewacht? Falls ich Ihnen telefonisch um die Uhrzeit in Verlegenheit bringe, wir können gerne einen Termin vereinbaren. Nö? Oder verstehen Sie kein Deutsch? Doch. Bitte? Doch. Doch? Okay. Okay, wenn Sie so nett sind, dann beantworten Sie mir bitte meine Frage kurz, weil natürlich um diesem Geschäft jetzt Interesse zu zeigen, bedeutet, dass Ihre Erwartungen sehr hoch sind. Ach so? Na klar, okay. Welche unserer Werbungen haben Sie gesehen? Über welchen Markt? Keine Ahnung. Okay. Was interessiert Ihnen eigentlich von diesem Geschäft? Bitte, ich höre. Weiß ich nicht. Oder haben Sie da zufälligerweise Interesse gezeigt, wenn Sie das nicht wissen? Na, hier rufen so viele Betrüger an.
Natürlich, Betrügern sind schon, gibt's da viele eigentlich. Aber falls man von der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin reguliert ist, dann das Ganze hat sich erledigt halt. Und das ist einfach sichtbar bei der offiziellen Webseite von, ne, BaFin. Ja, sowas erzählen die immer alle und dann sind es doch nicht. Okay. Von wem haben Sie vorher gehört, dass BaFin überhaupt existiert? Das habe ich über YouTube rausgefunden. Über YouTube? Hm. Okay. Und wie kamen Sie auf die Idee, auf YouTube bei BaFin jetzt irgendwie nachzusuchen? Passen Sie auf, ich kann sehr gut eigentlich Ihre Stelle nachvollziehen, aber Sie sollen auch unsere eigentlich, ne, verstehen irgendwie. Ab dem Moment, dass man online selber die Interessen zeigt und das passiert eigentlich im Auftrag unseres Interessentes und den Moment, dass Sie von dieser Webseite die Cookies davon akzeptieren, Sie leiten automatischerweise auf unsere Abteilung. Also mein Job ist, Ihnen zu informieren anhand gerne der gezeigten Interessen. Ich komme auch nicht klar, wenn Sie mir die ganze Zeit einfach mit einer Betonung oder einfach Ja oder Nein beantworten, weil wir nicht die Gesellschaft für Konsumforschung sind. Wir sind ein autorisierter Makler, der Ihnen Zugriff zu den Kapitalmärkten anbietet. Und mein Job ist, Ihnen theoretisch und technisch zu erklären, was wir für Sie eigentlich, ne, wirtschaftlich erwirtschaften können. Wenn Sie dafür zustimmen, ist gut. Wenn nicht, wir gehen gerne nach Ihrem Wort. Aber ich brauche Sie da konzentriert. So funktioniert das nicht. Ich komme nicht klar einfach. Okay, ist gut. Okay, ich überlasse das gerne Ihnen, denn im Moment, dass Sie sich dafür wohlfühlen, Sie können sich gerne unter diese Kontaktnummer melden und dann eine von unseren Konsulenten wird für Sie da sein und Sie bekommen gerne die Informationen über Ihre gezeigten Interessen, ja? Ihre Telefonnummer geht ja nicht. Doch, gibt's schon, eigentlich. Nö, wenn ich die zurückrufe, dann geht die nicht. Das ist die Marketingabteilung bestimmt. Wenn Sie wünschen, ich kann Ihnen noch eine gerne E-Mail zukommen lassen und Sie kommen klar mit unseren Daten. Sie beweisen alles, was Sie wünschen, weil jemandem zu sagen, dass wir Betrüger sind, ist einfach. Aber ob die Behauptungen eigentlich begründet sind oder nicht, wäre jetzt eine andere Frage unsererseits. Habe ich doch gar nicht gesagt. Meinten Sie vorher, weil da meinen Sie, die ganze Zeit rufen irgendwelche Betrüger an. Aber das, also von 100% Schuld, 50% gehört Ihnen dann. Man kann einfach ruhiger, ne, Interesse irgendwo zeigen, aber wenn man die Möglichkeit natürlich anbietet, kommt erst danach, wenn Sie jetzt einige Fragen vorher gestellt haben. Wenn ich Ihnen gerade frage, welche regulierte und unregulierten Brokern gibt, ich bin mir 100% sicher, dass Sie die Frage nicht beantworten können. Warum nicht? Beantworten Sie mir denn, was für regulierten Brokern gibt es in Europa oder außer Europa? Ja, zum Beispiel Binance. Was ist Binance als Broker? Die sind reguliert. Was ist Binance als Broker? Also es reicht nicht, dass man einfach sich einen Broker nennt. Ich kann mich auch eine Brokerin da nennen, aber woher weiß man, ob was für ein Broker ich da bin, was mein Honorar ist? Na, das sieht man bei der BaFin. Warum bin ich interessiert an neue Kunden? Wie bitte? Das kann man bei der BaFin prüfen. Nee, bei der BaFin können Sie eigentlich beweisen, ob man die Bedürfnis hat, in den deutschen sprachigen Ländern anrufen, um die Dienste anzubieten. Ob Sie ja oder nein sagen, das liegt anhand Ihrer Verständnis und Ihrer Interesse. Ja, aber die BaFin, die guckt ja, ob das seriöse Unternehmen sind. Was heißt seriös für Sie? Ich kann sehr nett sein und seriös, aber Sie kommen einfach nicht klar mit meinen Fragen, was ich Ihnen stelle. Wer ist seriös in diesem Fall? Na, zum Beispiel Binance, glaube ich. Passen Sie auf, in Europa gibt es nur zwei regulierten Brokern, okay? Aha. Und die sind die Market Makers, Market Providers, das sind englische Begriffe Standard, okay? Und jeder davon hat ein unterschiedliches Honorar, okay? Natürlich, die schwarze Schafe, die benutzen einfach schöne Plattformen, dann haben sie technische Probleme in dem Fern, dass sie die Auszahlungen nicht tätigen können. Bei uns gibt es natürlich eine ganz nachvollziehbare Kontoverbindung zwischen, ne, Einzahler und Empfänger halt. Und der Makler fungiert als Vermittler in diesem Fall. Sie haben ruhig bei Binance, bei Bitpanda, bei uns, bei IronFX, egal was, egal wo, plus 500, ne, FX Pro, die Möglichkeit da umzuhandeln ohne gar keine Finanzberatung. Und das Honorar vom Unternehmen sind genau Ihre Verluste durch die Platzierungen. Aber den Moment, dass Sie denn mit einem Market Provider zu tun haben, was wir in diesem Fall sind, und wir bieten Ihnen autorisierte, ne, Finanzberatung telefonisch, bedeutet, dass unser Honorar halt von den Platzierungen ist.
Und genau über diese Informationen sollten Sie informiert werden, bevor Sie die Entscheidung eigentlich treffen, ob Sie daran oder nicht interessiert sind. Es ist ganz einfach, dass jemand Ihnen anruft und sagt, okay, wir können ruhig mit 250 Euro Minimum eine Anzahlung 3000 Euro drehen, aber dann haben Sie wirklich sehr, sehr große Probleme in dem Fern, dass, ob Sie wirklich Ihre Kapital- oder Nettogewinne abheben können. Verstehen Sie, was ich meine? Hm. So ist das. Also Buffett versichert Ihnen, ob man die Möglichkeit hat, in Deutschland diese Dienstleistungen anzubieten. Nicht Ihnen zu zeigen, ob die seriös sind oder nicht. Ach so. Wenn ich Ihnen unnett oder unhöflich bin, das Unternehmen ist sowieso reguliert, dann bin ich als Person unhöflich. Das bedeutet nicht aber, dass das Unternehmen unseriös ist. Oder? Hm. Da kenne ich mich nicht mit aus. Logischerweise, das sind Standardbeweise, die man eigentlich und Verhaltensweise haben sollte. Sie sind auch ein Kunde aus Deutschland, der selber die Interesse gezeigt. Wir haben die Bedürfnis, um in Deutschland zu rufen und unsere Dienste anzubieten. Aber wenn Sie an mir jetzt unhöflich sind und unnett sind, das bedeutet nicht, dass alle Deutschen eigentlich denselben Standard haben. Man macht weiter eigentlich. Und das ist ein Telefonat von Ihnen gewünscht online. So, wie bitte? Wo denn? Im Auftrag unseres Interessentes. Eigentlich vor einer Woche, erlauben Sie mir kurz im System zu checken, Sie sind von mir zum ersten Mal ab 27.10. kontaktiert worden. Da hatte ich keine Antwort von Ihnen. Das ist das zweite Telefonat von mir heute, offiziell. Und letzte Woche wurde jetzt eine Anmeldung in Ihrem Namen eigentlich getätigt im Auftrag unseres Interessentes. Wenn ich nicht falsch bin, damals ging die Werbung über Bitcoin, weil es eine sehr, sehr große Bewegung von Bitcoin eigentlich von Europa anerkannt als Kryptowährung gab. Und die meisten Kunden wollten natürlich in Bitcoin investieren. Man soll eigentlich nur die Logik verstehen, was Onlinehandel im Vergleich mit Bankhandel unterschiedlich ist. Ja. Und natürlich, welche die generierte Verbrete im Vergleich mit den Banken wären. Wir haben Kunden, die 100.000 Euro natürlich bei der Bank Aktien investiert haben, die kaufen und verkaufen Aktien und innerhalb von 12 Monaten das versprochene Honorar ist bis zur, wenn ich nicht falsch bin, maximal 7% Profit. Also mit einer Minimumanzahlung von 250 Euro nur mit dem Handel zu den Währungen Markt kann man 15-17% innerhalb von 3 Wochen erwirtschaften. Ja. Das ist der Unterschied. Okay. Jetzt legen die Interesse bei Ihnen. Wenn Sie wünschen, entweder melden Sie sich, wenn Sie ein bisschen konzentrierbar sind, oder wenn Sie nicht Interesse haben, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ja. Also, was muss ich da jetzt machen? Was Sie wünschen. Entweder sprechen dann weiter über das Thema, was Ihnen interessiert hat, oder wenn Sie einfach nicht in diese Stelle sitzen, dass Sie mich einfach ruhig hören können, denn wir können gerne einen Termin vereinbaren und diesbezüglich diskutieren. Jetzt habe ich Zeit. Mhm. Okay. Erklären Sie mir denn, was hat Ihnen so ganz von diesem Geschäft eigentlich gefallen? Klingt gut, wenn man da Geld verdienen kann. Mhm. Was machen Sie professionell, wenn ich fragen darf? Üben Sie irgendwelchen Beruf? Nee, da habe ich geerbt damals. Mhm, okay. Was für einen Status haben Sie gerade? Wie bitte? Was für einen Status haben Sie gerade? Ich bin Single. Okay, kann ich vorstellen. Würde Ihnen ein Finanzberater interessieren oder denken Sie, dass Sie den Handel eigentlich selber führen würden? Na, Sie haben mich doch nach meinem Status gefragt. Ihren Status schon, habe ich gefragt, aber es gibt Leute, die sagen, okay, Leute, mir gefallen eure Dienstleistungen, trotzdem ich übernehme den Handel selber oder ich bräuchte einen Account Manager, weil ich mich nicht damit auskenne. Das ist meine Frage. Ja. Bitte, ich bin für Sie da. Also ich bin dazu ständig, Ihnen die Fragen zu beantworten, aber mir kommt nirgendwelche Frage Ihrerseits. Na, was soll ich denn fragen? Normalerweise kommen mir Fragen in dem Fern, wer seid ihr, wo sitzt ihr, was macht ihr im Vergleich mit den anderen Brokern, was sind eure Angebote? Ich kenne mich ja da nicht so aus, ich dachte, Sie erzählen mir das alles. Mhm. Okay, gut. Was wären Sie bereit eigentlich, um anzuzahlen anhand Ihrer Erwartungen von diesem Geschäft, weil Sie mir vorher meinten, dass Sie Geld profitieren möchten?
Aber sind Sie bereit eigentlich, um da nur anzuzahlen, damit ich Ihnen jetzt ab und zu anhand unserer Geschäftsbedingungen erklären kann? Na, was ist denn da sinnvoll? Wie viel sollte man denn da bezahlen? Das geht ab 250 Euro. Man kann Ihnen nicht die Frage beantworten, mit welchem Kapital kann ich ansteigen, okay? Also wir beschäftigen uns mit den Finanzen, aber nicht mit Ihren Finanzen. Das ist eine Entscheidung, die Sie selber treffen werden. Natürlich, jeder probiert das mit dem Minimum. Und natürlich, der Moment, dass wir mit so einem Minimumkapital was darauf erwirtschaften, dann haben wir Erfolg. Natürlich dann mit vier- oder fünfstelligen Beträgen oder unendliche Beträgen, egal was. Natürlich kann man was davon profitieren. Es gibt unterschiedliche Faktoren, die uns dienen, um erfolgreich in diesem Geschäft rauszukommen. Na, wenn ich bei der Bank bin, die sagen ja auch immer, wie viel ich machen soll. Die Bank natürlich, aber online, ich habe die Kompetenz einfach nicht, Ihnen zu sagen, dass starten Sie beispielsweise lieber mit 1.000 als mit 250 Euro. Vielleicht bringe ich Ihnen telefonisch in Verlegenheit und sowieso die Gespräche werden da aufgezeichnet und die Bedürfnisse habe ich dafür nicht. Ich bin dazu ständig, Ihnen zu erklären, dass es ab 250 Euro geht, mit welchem Betrag Sie da einsteigen, die Entscheidung treffen Sie dann natürlich selber. Für diesen Kapital, Sie bekommen den Account Manager zur Verfügung. Und natürlich, der Handel geht los. Der Handel erfolgt über MetaTrader, MetaTrader 5, wobei die Ausführungszeit der Position in Echtzeit erfolgt. Natürlich, alle unsere Kunden eigentlich statistisch belegt von unserer Finanzabteilung sind ganz zufrieden rausgekommen, das auch mit 250 Euro Minimumanzahlung. Dann natürlich, wenn es um höheren Beträgen betrifft, dann ich bräuchte sehr ein bisschen mehr drüber konzentrieren. Das kommt halt langsam mit der Zeit. Ja. Sicher und langsam, die Klettern klappern, nicht einfach aggressiv handeln und wir sind kein Spielraum hier, wir sind verantwortlich für ihre Kapital. Weil am Ende des Tages bin ich als Account Manager, die gefragt wird, na Denise, warum ist dies oder das andere passiert worden? Ja. Genau, so funktioniert das. Natürlich dann der Register, also Registrierungsprozess ist Standard, genauso wie bei allen Bitfunders, sie füllen ihre Daten aus. Sie öffnen ihr Konto, sie wählen die Lieblingszahlungsmethode und man wartet, bis das Kapital auf ihrem Handelskonto landet, also auf unserer Bank, und wir starten weiter mit dem Handel. So funktioniert das. Mhm. Und mit derselben Zahlungsmethode, dass sie anzahlen, mit derselben können sie gerne abheben. Okay. Genau. Wie wollen wir verbleiben? Was denken Sie darüber? Na, dann machen wir das. Haben Sie Fragen? Bitte. Hm? Wie machen wir das? Na, so wie Sie sagen. Okay. Ich bräuchte Sie vor einem PC eigentlich, damit ich Ihnen dann telefonisch unterstützen kann. Soll ich den anmachen? Damit Sie Zugriff haben, schon. Dann gehe ich den anmachen. Bitte? Dann gehe ich den anmachen. Okay, gut. Ja, fährt jetzt hoch. Ich bin immer da, ne? Ich warte nur, dass Sie jetzt fertig werden. Ja. Was für ein Gerät nutzen Sie, wenn ich fragen darf? Ist das PC, Laptop, Tablet? Das ist ein PC. Jawohl. Fährt jetzt hoch. Okay. Schöne Musik. Natürlich, wenn man 14 Stunden pro Tag arbeitet, braucht man auf jeden Fall ein bisschen Musik im Hintergrund. Das ist so anstrengend für uns. Das ist aber lange. 14 Stunden. Natürlich. Ich muss zum Glück nicht. Wohnen Sie alleine, wenn ich fragen darf, oder? Ich wohne alleine. Okay. Wie sieht's aus eigentlich beim Alleinefühlen? Was meinen Sie? Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man alleine lebt? Weiß ich nicht. Nicht anders als einer, der nicht alleine lebt? Das frage ich doch, weil ich beispielsweise nur mit meinem Partner da wohne. Ach so. Was ist aus bei Ihnen? Wie fühlt man sich eigentlich? Ganz gut. Ist gut, okay. Treiben Sie Sport oder beschäftigen Sie sich mit anderen Aktivitäten außer Haushalt, oder? Nee, ich habe eine Modelleisenbahn. Okay. Sind Sie bereit? Der fährt noch hoch. Fährt noch hoch? Hm. Kann ich vorstellen. Okay,
In 2 Minuten, gerade habe ich ein sehr wichtigen Telefonat. Wollen wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt miteinander telefonieren? Wann denn? Also, Moment. Heute schaffe ich nicht, leider. Weil die Vorstellung uns eigentlich ein bisschen länger gebracht hat. Ab morgen bin ich gerne zuständig für Sie, ab 10 Uhr morgens. Da schlafe ich noch. Okay. Nennen Sie mir einfach eine gewünschte Uhrzeit, das Ihnen passen würde. Und ich melde mich bei Ihnen dann wie gewünscht. Nach um 12. Nachts um 12? Nee, nach um 12. Okay, ist gut. Moment. Dann 12.15 Uhr wäre gut, also Viertel nach 12? Ja. Für morgen? Okay. Mhm. Ich richte es ein dann. Und wir diskutieren miteinander nochmal morgen. Ich bedanke mich. Ist das denn ein Date? Bitte? Ist das dann ein Date? Was? Ein Date? Mhm. Wieso ein Date? Na, wenn morgen um 15 Uhr? Um 12.15 Uhr werden wir diskutieren, genau. Weil ich gerade in einer Minute ein Telefonat habe und das dauert so lang bei Ihnen eigentlich. Ja. Damit wir klarkommen. Ich habe noch meine Termine da gebucht und ich kann den Leuten nicht sagen, dass ich bei denen jetzt, ne, absagen werde. Ja, darf also, ich nicht. Also um 12.15 Uhr haben wir morgen ein Date. Ein Termin, um drüber zu diskutieren. Kann ich nicht Date sagen? Date? Ja. Mit deiner Finanzberaterin Date? Nö. Klingt doch aber schlauer. Schlauer schon, aber sie sind eigentlich nicht so bereit, mit mir ein Date zu führen, leider. Na, aber dann könnte ich im Eisenbahnclub angeben. Könnten sie. Was sie da können, ist eine Entscheidung für sich selber, für mich nicht. Ich bin dazu ständig, ich habe den Moment, dass ich telefonisch das Unternehmen vertrete, ihnen, ne, die Wege anzuzeigen, telefonisch, wie das funktioniert. Ob Sie das Date nennen wollen oder wie Sie das wünschen, ist absolut jetzt Ihr Wunsch. Okay, dann ist es ein Date. Melden Sie sich gerne morgen um 12.15 Uhr und ich bin für Sie da, ja? Ich dachte, Sie rufen an. Natürlich, wenn oder Sie wünschen, Sie dann vorher, wenn es bei Ihnen klappt, können Sie gerne noch um 12 Uhr anrufen, kein Problem. Ich notiere es mir für 12.15 Uhr, okay? Falls es bei Ihnen früher klappt, dann melden Sie sich einfach, ne? Ja. Dann können wir ja dann Date gerne führen. Okay. Jawohl. Wie war nochmal dein Vorname? Ich bin Frau Müller. Denise Müller. Okay, Denise. Ja? Dankeschön, Herr Steiner. Dann bis morgen, mein Schnuckelchen. Bis morgen. Viel, viel Erfolg und wiederhören. Tschüss. Bitte. Hallo. Mhm. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Fitzke ist mein Name. Und zwar, es geht um eine Handelskonto. Vor ein paar Monaten haben sie versucht, bei uns ein Handelskonto zu öffnen. Wissen Sie das noch? Von wie hieß die Firma? Meteor Trader. Ja, bestimmt wissen Sie noch. Also kennen Sie sich noch. Also damit aus. Nö, kann mich auch nicht an den Namen... Haben Sie Interesse an das Geld? Ich meine, also damals haben Sie Interesse, ja, dafür. Haben Sie schon angefangen, also, oder, also, es steht noch immer noch, also, in der Frage bei Ihnen. Ich verstehe die Frage nicht. Herr Steiner, ob Sie schon angefangen, an der Börse Geld zu verdienen? Ja, oder wollen Sie noch, oder? Oder sind Sie jetzt zu spät? Haben ja in der Zwischenzeit bestimmt 400 andere Firmen angerufen. Da hätten Sie sich ein bisschen eher melden müssen. Ich habe jetzt überall woanders mein Geld investiert, bestimmt in 20 Firmen. In 20 Filmen haben Sie das Geld investiert, ja? Und haben Sie überhaupt einen Erfolg also damit gehabt? Ja, die sagen überall, da ist gerade Gewinn. Ja, sagen können alle, ob Sie wirklich einen Erfolg gehabt haben. Ja, aber steht doch da überall auf den Webseiten. Nee, also wissen Sie was, also solche Informationen, also habe ich nicht. Nee, also seien Sie bitte so nett, sagen Sie mir, ob also die Firmen, also haben Sie... Also, ob Sie wirklich einen Erfolg gehabt haben. Also, das heißt, Sie haben investiert und dann haben Sie also Profit damit bekommen, also beziehungsweise Gewinn, und dann haben Sie das Geld rausgeholt. Und warum besteht jeder Satz von Ihnen aus M, und Ja, das ist natürlich nicht schön, ja. Aber es wird sich verbessern, Herr Steiner. Sind Sie ein Journalist?
Was bin ich? Ein Journalist. Nee, wie kommen Sie denn auf sowas? Radiojournalist. Kann nee, sowas wie, sein? Wie kommen Sie denn auf sowas? Ja, weil Sie meinen, dass überall auf der alle Seiten also Informationen steht. Und solche Informationen habe ich auch gefunden. Ja, ich bin halt überall angemeldet und habe überall schon ein bisschen Geld verdient. Wo ist denn jetzt das Problem? Haben Sie... Nee, kein Problem, ob Sie bei uns Geld verdienen wollen. Na, ich habe doch jetzt schon so viele Firmen. Da kommen, rufen Sie ein bisschen deutlich zu spät an. Ja, okay, alles klar. Und das bedeutet also gar kein Interesse. Also, wissen Sie was, also ich halte auch mein Geld nicht also in einer Bank sozusagen. Ja, ich auch nicht, habe ich ja gesagt. Ja, Sie haben investiert, haben Sie Verlust also mit irgendeiner Firma gemacht? Ja, verschwundet halt immer, ne? Ich meine, sind ja ganz viele Betrüger unterwegs. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, und ich, bei jeder Firma kann man sein Geld rausholen, stimmt's? Das weiß ich doch nicht, habe ich ja noch nicht probiert. Also, das heißt also, Sie haben schon Gewinn gemacht, aber kein Geld haben Sie rausgeholt. Genau, habe ich noch nicht probiert. Und seit wann haben Sie angefangen, wenn ich wissen darf? Jo, so einen Monat ungefähr, zwei vielleicht. Also seit Monat ungefähr, ja. Vielleicht also wollen Sie in unsere Firma investieren. Also, weil, wissen Sie was? Also die wichtigste daran ist, also, dass man sein Geld zurückbekommt. Also, wenn Sie einen Gewinn bekommen haben, dann also müssen Sie also unbedingt sein Geld auch rausholen. Weil also normalerweise bleibt das Geld auf dem Konto, ja, und dann also kann man sein Geld nicht rausholen. Das ist das Problem, ja. Und wir haben auch Rechtsabteilung, ja, die solche Sachen auf jeden Fall klärt. Abteilung, die solche Sachen, also hilft solche Sachen zu lösen. Ja, also bei uns, wenn man zum Beispiel ein Handelskonto aktivieren will, dann braucht man 250 Euro. Dann bekommt man einen finanziellen Analytiker, ja, der aufgrund ihrer Aufgaben, ihrer Ziele, ihrer Zeit ihnen hilft, auf jeden Fall also ihre Strategie zu bilden. Ja, aufgrund ihrer Bedürfnisse sozusagen. Ja, und von mir aus bekommen Sie auch einen Bonus, 25 Euro, ja. Damit können Sie auf jeden Fall also dieses Geld einsetzen. Und von mir aus, dann können Sie also dieses Geld, also das Sie investiert haben, rausholen. Können Sie mal das Stützrad da abschrauben und mir mal direkt ans Telefon geben, derjenige, der Ihnen die ganze Zeit alles vorlabert? Das ist ein Callcenter. Nee, das Call ja, ist ein Callcenter, weiß ich, aber Ihnen labert die ganze Zeit einer exakt alles vor, was Sie sagen. Nee. Doch. Also ich glaube, es ist die Verbindung. Mm-mm. Also die Verbindung. Geben Sie mir mal den Typen aus dem Hintergrund. Den Typen aus dem Hintergrund existiert aber nicht. Doch, der existiert, ich höre das ja die ganze Zeit, was der erzählt. Einstein, das bin ich. Nein. Der Typ im Hintergrund. Tja, dann das machen wir halt so. Keine Geschäfte. Schönen Tag noch. Schönen Tag, Herr Steiner, ja. Ja, знаю. Schönen guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Steiner? Ja. Sophie am Apparat und ich rufe Sie von Ihrer Handelskonto her. Ich grüße Sie erstmal. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut? Und was denn für ein Handelskonto? Ja, ich erkläre Ihnen. So, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Investitionen und Sie haben ein Handelskonto wegen dieser Anmeldung eröffnet. Moment, ist noch nicht aktiviert. So, deswegen habe ich angerufen. Ja, erstmal habe ich für Ihnen eine Frage beantwortet. Nochmal, bitte? Ich sagte, Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Okay, fragen Sie mehr. Ja, was für ein Handelskonto? So, Sie haben diese Handelskonto eröffnet bei der Firma Ace Investing. Okay? Ich erkläre Ihnen. Es geht über Investitionen in der Börse. Ja, Online-Investitionen, Kryptowährung, Finanzmarkt, die verändert jeden Tag und so. So, ja, ich kann verstehen, dass Sie keine Erfahrungen haben, ja? Ja, und wann soll ich mich da registriert haben? Nein, Sie sind schon registriert. Ja, und wann war die Frage? Herr, leiser sein, bitte. Nee, antworte jetzt einfach auf die Fragen, oder bist du dazu zu dämlich? Seit zwei Wochen oder so. Okay, so, erstmal. Ach, oder so. Oder so ist ja eine tolle Aussage, ganz toll.
erstmal, können Sie mir sagen, haben Sie schon Erfahrungen mit Onlinehandel? Das verrate ich Ihnen, wenn die scheiße Musik im Hintergrund aus ist. Wie bitte? Ich sagte, das verrate ich, wenn die scheiß Musik im Hintergrund aus ist. Diese Konto, die Sie haben hier bei uns, und ich, das ich sehe in meinem System, steht mit dem Namen Gerold Steiner. Sind Sie ja? Kann es sein, dass Sie Gehirnzellen fehlen? Ich rufe von Ihrer Nummer, dabei habe ich auch Ihre E-Mail-Adresse. Mhm. Aber intelligent sind Sie nicht, ne? So, leider, wir können diese Konto hier nicht löschen jetzt. Das ist nicht möglich. Ja, es ist auch nicht möglich, dass Sie irgendwie ansatzweise vernünftiges Deutsch sprechen, oder wie? Ja, bitte, was meinen Sie? Ja, ich habe gesagt, die scheiß Musik im Hintergrund soll aus. Nochmal? Ich habe gesagt, die scheiß Musik aus dem Hintergrund soll aus. Ich will so einen Jalla-Scheiß da nicht hören. So, Sie müssen diese Konto aufmachen, oder wie? Ja, wenn sobald die Musik aus ist. Okay, Herr, bitte... Sagen Sie mir, was wollen Sie machen mit diesem Konto? Als erstes will ich, dass die Musik ausgemacht wird. So, dieses Konto, das Sie eröffnet haben, für den Moment, ich habe ihn auch erklärt, ist noch nicht aktiviert. Das, bei dir fehlt irgendwas, ne? Also ich meine, Intelligenz ist null vorhanden, ne? Zimmertemperatur und so ein bisschen gut. So, erstmal, haben Sie dabei einen Computer mit Ihnen? Wie blöd kann man eigentlich sein? Einen Computer hat man nicht dabei. Ein Computer benötigt ein Stromkabel, um ihn zu betreiben. Den hat man nicht in der Hosentasche. Mit einem Handy geht das auch, ja? Was für ein Handy benutzen Sie? Ist das Samsung, iPhone oder ein anderer? Auf jeden Fall eins, das du dir nicht leisten kannst. So, bitte, können Sie meine Frage antworten? Ja, ich kriege da auch keine Antworten. Und außerdem habe ich immer, die Musik ist immer noch an. Ich will, dass die Musik abgeschaltet wird. Okay, Herr, bitte, Sie sind sehr unhöflich und sehr respektlos, ja? Bist du doof? Bin ich? Ich glaube, du bist echt richtig dumm. Kann es sein? Ich dachte jetzt mehrmals, die scheiß Musik soll aus. Aber du bist zu unintelligent, überhaupt auf irgendwas zu antworten. Also ich frage mich... Wie man dich überhaupt ans Telefon setzen kann. Genau. Wenn Sie selber Interesse zeigen, hier bei uns haben Sie eine Meldung gemacht, wissen Sie schon, ja? Oh Gottes Willen, ey. Wissen Sie ja oder nein? Wo haben Sie dich denn aufgekratzt? Haben Sie schon eine Meldung gemacht? Diese Konto steht mit Ihrem Namen und mit Ihrem Nachname. Hier. Ich glaube, du wurdest schon mal von einem Bus überfahren, kann das sein? So, bitte, können Sie mir sagen, was wollen Sie machen mit diesem Konto? Ich habe schon gesagt, was ich damit machen will. Sobald die Musik aus ist, können wir weiterreden. Okay, Herr, wenn Sie... Ich habe nicht mehr Zeit zu verlieren, sind Sie leider? Aber, tja, so ist es halt, wenn man dumm ist, ne? So, wenn Sie respektlos und zum Töpfchen sind, ich kann das auch machen. Naja, respektlos ist, wenn man auf nichts eingeht, was der Kunde sagt, wenn man die ganze Zeit dem Kunden ins Wort fällt und was auch respektlos ist, wenn man die ganze Zeit eigentlich nur Scheiße redet. Siehst du, und du fällst mir schon wieder ins Wort. Nicht mal das kriegst du gebacken. Also Kundenservice ist das auf jeden Fall nicht. Das Einzige, was du bist, ist ein Betrüger und ein Abzocker. Mehr bist du nicht wert. Ja, genau. Natürlich. Betrüger, die beleidigen am Telefon. Und Betrüger hören auch Musik am Telefon. Und du bist nichts anderes als ein Betrüger. Ja. Ja, super. Dann können wir noch ein paar mehr YouTube-Videos über deine Firma machen. Wie ist die Firma nochmal? Ja, super. Ja, mach das. Ja, dann kommst du auf YouTube. YouTube. Ja, hast du mich verstanden? Scheinbar nicht. Nee, zu doof, ne? Illegaler Abzocker. Herr Labommel? Mhm. Ah, ich bin's wieder, Levi. Haben wir Termin gehabt gegen 14 Uhr? Mhm. Oh, normalerweise, ich höre meine Stimme zweimal. Ja. Ah, höre mich ganz schlecht. Hören meine Stimme gut? Ja. Okay, Herr Labommel, die Ursache meiner Meldung ist in Folgendes, haben wir heute gesprochen, dass Sie bei uns Registration gemacht haben. Mhm. Stimmt das? Was ich möchte auch Ihnen gerne fragen, ob Sie Investitionen getan haben oder noch nicht? Nee, bis jetzt noch nichts.
Noch nicht. Das ist auch die Ursache meiner Meldung. Ja, weil ich bin Ihre Kontomanager, ich werde Ihnen gerne dabei helfen, bei uns Handelskonto zu einrichten, ja? Mhm. Haben Sie gerade Computerzugang? Ja. Okay. Herr Labommel, wissen Sie, was ist Anydesk-Applikation? Ja. Okay. Haben Sie schon bereit auf Ihrem Computer? Nein. Benutzen Sie auf diesem Rufnummer WhatsApp, wenn ich fragen darf? Nein. Weil normalerweise, ich höre mich ganz schlecht. Ja. Haben Sie vielleicht auch Festnetznummer, oder? Ja, das ist doch meine Festnetznummer. Dann können Sie mir Handynummer sagen? Mhm. Warum? Nur eine Nummer reicht doch. Also, ja, verstehe ich, aber ich höre Ihre Stimme und meine Stimme doppelt oder dritte Mal, wenn wir sprechen miteinander. Keine Ahnung. Ich nicht. Ich höre nur einmal. Also, okay. Dann machen wir so. Anydesk haben Sie schon installiert auf Ihrem Computer? Mhm. Noch nicht? Mhm. Dann werde ich Ihnen eine Webseite buchstabieren. Was denn für eine Webseite? Das ist einfach Fährverbindungsprogramm, womit werde ich Ihnen dabei helfen, für die Handelskonto zu einrichten. Also Sie wollen mir jetzt die Webseite von Anydesk buchstabieren? Anydesk, wenn Sie das schon wissen, laden Sie bitte herunter diese Applikation. Sie können ja gerne buchstabieren, aber ich lade die Software nicht runter. Wie bitte? Ich sagte, Sie können es ja gerne buchstabieren, aber ich lade mir die Software nicht runter. Das ist einfach ein Programm, das ist einfach ein Fährverbindungsprogramm. Ja, das ist richtig, aber Sie haben ja nichts auf meinem Computer zu suchen. Ich suche gar nichts, ich werde Ihnen einfach dabei helfen, für Ihr Krypto-Konto zu erstellen. Na, meinen Sie denn, die Kunden sind so blöd und können das nicht alleine? Also, dann versuchen Sie das alleine zu machen. Hm. Coinbase.com heißt solche Webseite, wo sollen Sie Ihr Krypto-Konto aufmachen. Und wozu brauche ich das? Das ist einfach Vermittler-Unternehmer, die hilft uns, Umwandlungen machen zwischen Staatswährungen und zwischen Kryptowährungen. Ja, weil für alle Einzahlungen und Auszahlungen brauchen wir solche Vermittler-Unternehmer, die hilft uns, Umwandlungen machen zwischen Staatswährungen und zwischen Kryptowährungen. Hm. Und von welcher Webseite aus rufen Sie jetzt an? Also, gerade rufe ich von XPR Markets. Sie haben bei unserer Werbung Tesla App Registration gemacht. Ja, das heißt Tesla App, ja. Hm. Genau. Nicht App. So, dann sagen Sie mal die Seite, dann mache ich mal die auf erstmal. Coinbase.com. Nee, ihre eigene, nicht eine fremde Webseite. Erstmal Ihre eigene. XRP. XRP. Markets. Und dann Cap? Ne, xrpmarkets.net. .net, aha. Gucken wir mal. XRP. Habe ich gar nicht in meiner Liste gespeichert. xrpmarkets.net. Ja, so, und dann muss ich nochmal aufrufen. XRP. Und den market.net. Martha Anton Richard Konrad Emil Theodor Siegfried.net. Ach, Market. Genau. Das ist einfach Ihre Handelsplattform, aber bevor Ihre Handelskonto ist schon bereit, aber sollen wir mit mindestens einem Stiegskapital Ihre Handelskonto aktivieren, ja? Mhm. Ja, ich will ja erstmal die Seite sehen, sonst muss ja wissen, okay, wo ich einzahle. So, jetzt ist die Seite geladen, Ihr Server ist ganz schön langsam. So, boah, das ist aber wirklich langsam bei Ihnen, der Server. Benutzen Sie bloß einen V-Server? Also bei mir funktioniert alles sehr gut, weiß ich nicht, vielleicht das ist irgendein Internetzugang. Nö, da habe ich eine gute Leitung. Also, so leider kann ich Ihnen nicht mitsprechen, ja, weil ich höre dreimal meine Stimme in meine Ja, für mich reicht einmal. So, jetzt bin ich erstmal auf Deutsch gegangen. So, XRP Markets.
Traden Sie mit Zuversicht auf der weltweit führenden Trading-Plattform. Genau. Ach so, Sie sind die weltweit führende Trading-Plattform. Natürlich. Ach so. So, machen Sie es wie Millionen andere. Ach, Sie haben Millionen Kunden? Wie bitte? Sie haben Millionen Kunden? Natürlich. Okay. So, gucke ich mir erstmal die Seite hier an. Zumindest kann man schon mal viel lesen, ja. So, bei uns ist Krypto einfach. Ja. AMB-Krypto, was ist denn das? Was ist ein AMB-Krypto? Hallo? Wie bitte? Was ist denn AMB-Krypto? Wo haben Sie AMB-Krypto gelesen? Auf Ihrer Seite. Wo sehen Sie? Können Sie mir auch sagen? So im unteren Drittel, da kommt AMB-Krypto so als Beitrag, aber das ist halt nicht übersetzt, das ist dann auf Englisch alles. Mache ich auf Englisch auch? Nö, es ist ja auf Englisch, da kann man auch auf Deutsch klicken und dann ist es auf Englisch. Trotzdem. Auf diese Rufnummer benutzen Sie gar kein WhatsApp? Nee, auf der Rufnummer habe ich kein WhatsApp. Das ist einfach Festnetznummer, aber über Handynummer besitzen Sie auch keine? Ja, Handy hat man natürlich, klar. Handy haben Sie schon, aber haben Sie auf dem Handy WhatsApp? Ob ich auf dem Handy WhatsApp habe? Ja, natürlich habe ich auf dem Handy WhatsApp. Wir hatten das nicht heute. Also, dann versuche ich mich per WhatsApp bei Ihnen zu melden. Können Sie mir Ihre Handynummer diktieren? Nee. Habe ich doch gesagt, die gebe ich nicht raus. Aber ich habe eine andere Frage noch. Sie haben jetzt hier ganz unten auf der Webseite, haben Sie XRP Markets nochmal stehen. Das soll sowas wie ein ziemlich schlechtes Impressum darstellen. Und wenn da jetzt steht Contact Number und ich gebe Ihre Contact Number in meinem Telefon ein, dann geht die Nummer nicht. Die ist nur besetzt. Also das ist Supportnummer. Ja, das weiß ich nicht. Die geht nicht. Versuchen Sie das erneut. Ja, mache ich. Warten Sie. Ich gebe mal ein hier nochmal, Wahlwiederholung. So, Lautsprecher. Dann können Sie da mithören. Also Ihre Nummer geht nicht, die auf Ihrer Webseite steht. Warum nicht? Also wenn Sie ständig Ihr Mikrofon ausmachen, macht das keinen Spaß. Wie bitte? Ja, die sollen nicht immer Ihr Mikrofon ausmachen, das ist nervig. Also, habe ich Ihnen gesagt, ich höre meine Stimme dreimal. Was kann ich tun? Weiß ich nicht. Ich höre Ihre Stimme ganz schlecht, ich höre nur meine Stimme. Ja, ich kann ja für Ihre Leitung nichts und für die Technik da bei Ihnen im Callcenter. Aber wie gesagt, man kann Ihre Support, Ihre Service-Hotline, die kann man nicht anrufen, die geht nicht. Die auf der Webseite steht, die Telefonnummer. Okay, warten Sie bitte ganz kurz. Ja. Guten Tag, das ist Herr Steiner. Mein Name ist Tanja Evers. Ich melde mich von Online-Handelsplattform. Sie haben das Interesse gezeigt, auf dem Finanzmarkt zu handeln. Aha. Ist das korrekt? Ja, von welcher Firma rufen Sie denn aus an? LPL Financial. Von was? LPL Financial. Aha, okay. Haben Sie vielleicht Internetzugang? Ja, sowas habe ich, ja. Ja, natürlich habe ich Internetzugang, sonst könnte ich ja bei einer Online-Handelsplattform bestimmt nicht angemeldet sein. Oh, vielleicht habt ihr Werbung gesehen, oder, weiß ich nicht, aber Sie sind bei uns registriert. Ja. Haben Sie schon mal gehandelt oder noch nicht? Ja. Okay, haben Sie das allein gemacht oder mit Finanzberater? Nö, ich hatte gestern so einen netten Mann angerufen, der wollte 250 ja? Euro haben und da haben wir jetzt so ein Handelskonto eröffnet. Okay, und haben Sie vielleicht einen Anruf bekommen oder noch nicht? Ja. Okay, also, Herr Steiner, warten Sie bitte ganz kurz auf die Linie, ich würde Sie weiterleiten, okay? Auf welcher Linie? Okay, warten Sie bitte einen Moment. Guten Tag, Herr Steiner, Lukas Gottschmidt am Part. Aha, wie ist Ihr Name? Lukas Gottschmidt am Part, Herr Steiner. Lukas und weiter? Scott. Ach, Scott. Genau.
Herr Steiner, Beat Plan System, Sie haben Tesla gezeigt mit dem Online-Tanzer. Ja. Haben Sie schon ein aktives Konto? Ein was? Haben Sie schon ein aktives Handelskonto? Ja. Ja, okay. Herr Steiner, also Sie waren wechselt beim Bitcoin System, ja? Kann sein, ja. Und Sie haben das gesagt durch den Bitcoin-Handel. Ja, ja, da habe ich ja gestern so ein Konto eröffnet. Ja, okay, also das war mit minimaler Investition mit 250 Euro bestimmt, ja? Ja, bei AvaTrade habe ich das gemacht. Wie heißt diese Plattform bitte? AvaTrade. Okay. Herr Steiner, haben Sie schon einen Anruf bekommen? Na, AvaTrade hat bei mir angerufen gestern und da habe ich da 250 Euro eingezahlt. Ja. Und was für ein Soundsystem benutzen Sie? Also, wollten Sie mit einem Expert handeln oder mit einem Autotrader? Na, die haben gesagt, das geht automatisch. Automatisch. Sonst haben Sie Erfahrung auf dem Finanzmarkt zu handeln? Nö. Haben Sie nicht, ja. Herr Stein, wissen Sie, wie funktioniert das Autotrader oder was ist der Unterschied zwischen einem Expert und einem Autotrader? Keine Ahnung. Ja, zum Beispiel, Herr Stein, wenn Sie bei uns ein Konto aktivieren, Sie bekommen ein persönliches Finanzberater, ja, ein Expert, der hat mehr als 10-jährige Erfahrung in diesem Bereich, ja. Wenn Sie mit Autotrader handeln, natürlich, es braucht nicht so viel Zeit. Das ist der Unterschied zwischen Autotrader und Expert. Aber mit dem Expert können Sie einfach Kenntnisse und Erfahrung an diese Richtung sammeln, ja. Wenn Sie natürlich interessiert sind daran, also besser zu kennenlernen, wie auf dem Finanzmarkt passiert, wie die Preise hochsteigen oder runterfallen, dann können Sie also bessere Erfahrung mit dem Expert sammeln, ja. Mhm. Zum Beispiel haben Sie viel Zeit zu handeln oder sind Sie beschäftigt? Na, die meinten, ich soll das ja automatisch machen, dann muss ich mich nicht drum kümmern. Okay, also Sie haben nicht so viel Zeit zum Handeln, ja? Na, weiß ich nicht, ich kenne mich ja nicht mit aus. Bitte? Weiß ich nicht, ich kenne mich ja nicht mit aus. Okay, Herr Steiner, wenn Sie es wünschen, als Unicorn Sie auf zweite Konto aktivieren, dann können Sie also die Ergebnisse sehen, ja? Also, welcher zeigt Ihr Ihnen Beispiel besser Ergebnisse, dann wollen Sie dort bleiben, ja. Als die Anfänger, also Herr Steiner, ich kann Ihnen anbieten, für 2 Wochen als Probezeit bei uns. Das heißt also, wenn Sie bei uns ein Handelskonto aktivieren, dann haben Sie 2 Wochen lang alles zu ausprobieren und austesten, ja. Falls Sie entscheiden, das ist nicht gut geeignet für Sie, also diese Plattform arbeitet zum Beispiel nicht so gut für Sie, dann können Sie einfach Ihre Konto schließen und Ihre Geld abgeben, ja. Für 2 Wochen lang haben Sie Geld zur Garantie. Ja. Das ist unser Angebot für Anfänger. Ja, wenn Sie natürlich Interesse daran haben, ich kann Ihnen unsere Plattform auch zeigen. Ja, aber ich habe doch gestern schon ein Konto eröffnet. Ja, natürlich, das verstehe ich auf meine. Ja, aber Ihr Mikrofon ist auch ganz furchtbar. Was haben Sie denn da für billige Headsets? So. Ist das jetzt besser für euch? Nee, nicht wirklich. Ihre Headsets sind so irgendwie, klingen komplett billig. Ja, es ist das schlechte Verbindung. Nee, die Verbindung nicht. Das Mikrofon ist scheiße. Tut mir leid, entschuldigen Sie. So, Herr Steiner, sind Sie interessiert? Nö. Ich meine, also Sie können dann diese 2 Plattformen vergleichen, ja? Also bei uns verdienen Sie gar nichts. Wollen Sie nur testen? Ja, aber ich habe doch eins. Ja, natürlich, Herr Steiner, aber wissen Sie, ein Kopf ist gut, aber 2 ist besser, ja? Aha. Und, ja. Ja, haben Sie gehört, sagen, ja. Ja, und wie heißt Ihre Webseite? Also unsere Webseite heißt LPL Financial. Ach so, ja, habe ich ja. .eu, ja. Genau. Hier geht nicht die Webseite, hier steht Seite nicht gefunden. Okay, also, ist das lplfinancial.eu? Ja. Da steht Seite nicht gefunden, die Verbindung zum Server schlug fehl.
gucken Sie mal selber, ob Ihre Seite geht. Weil bei mir sieht es so aus, als wäre die Seite offline. Ich überprüfe es. Also bei mir funktioniert das sehr gut. Ja, bei mir steht, die Seite wurde nicht gefunden. Ich kann ja nochmal aktualisieren. Nee, geht nicht. Dann buchstabieren Sie mal. Ich kann mal neu eingeben. Okay, also L wie Ludwig. Ja. Paula Ludwig. Ja. Friedrich. Ja. Ida. Ja. Nordpol. Ja. Anton. Ja. Nordpol. Ja. Cäsar. Ja. Ida. Ach, Ida. Ja, okay. Hm. Genau. Anton. Ja. Ludwig. Ja. Punkt EU, ja. Punkt EU. Okay, dann war da ein Schreibfehler drin. Keine Ahnung. So, ja, jetzt habe ich hier so eine orange Seite mit einer komischen Hand und ja. Hm. Ja, genau, das ist unsere Plattform. Auf der ersten Seite sehen Sie Logik, ja? Ja. Ja, bitte? Warte mal, ich habe hier noch was anderes auf. Die Seite von Ihnen sieht genauso aus wie die von XRP Markets. Ist genauso aufgebaut. Market oder was meinen Sie? Na, XRP Market. Da, die sieht genauso aus, Ihre Seite. Da sind sogar die gleichen Nachrichten drauf. Ja, vielleicht ist das die gleiche Unternehmen, aber die Webseite macht, ja. Na, kennt man sich nicht untereinander? Nein, also ich bin nur Kontomanager, Herr Steiner. Also ich bin nur zuständig, Ihr Handelskonto richtig vollständig zu aktivieren und Ihnen die Information zu geben, ja. Ach so. So, soll ich für Sie ein einmaliges Passwort generieren, damit können Sie einloggen? Ja, meinetwegen. Okay. Bleiben Sie ganz kurz an der Linie, bitte. Mhm. So, Herr Steiner, also einmaliges Passwort ist schon generiert. Lassen Sie mir Ihre E-Mail zu überprüfen. Ja. An welche E-Mail-Adresse haben Sie geschickt? Also, gerold.steiner@mbcfund.space, ist das korrekt? Ja, die gibt's. Dann gucke ich da mal. Moment, das dauert eine Weile. Nein, also, Sie brauchen einfach diese E-Mail beim Login einzugeben. So. Danach ich diktiere Ihnen die einmalige Passwort, ja? Moment. So, gerold.steiner. mdccfun.de. Und das Passwort ein großes A und ein kleines A? Oder nein, ABC? Also. Von 1 bis 6 nur die Ziffer. Achso. So. Nö, nee, geht nicht, da steht Invalid-Login. Okay, also gerold.steiner@mdc, nochmal C, fun.c ist die E-Mail-Adresse, ja? Ja, geht nicht. Okay, einen Moment bitte. Der sagt Recapacha Fail, aber das habe ich ja einen Haken reingemacht. Achso, haben Sie auch vor, ich bin kein Robo gesucht. Ja, habe ich drauf gedrückt, aber das erkennt er nicht. Okay, können Sie die Seite erneuern und nochmal versuchen? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt mache ich hier wieder, ich bin kein Roboter. Nö, geht nicht, da kommt immer noch, jetzt kommt Invalid-Login und dann kommt Recapacha-Fehl. Also irgendwie alles da Schrott bei euch. Okay. Das ist ja billig gemacht. Okay, bleiben Sie ganz kurz, hast du hier. Ja. Nö, jetzt kommt wieder Invalid-Login. Und wenn ich nochmal drauf drücke, dann Recapacha-Fehl. Also das ist ja richtig billig. Ja, ich versuche also es einzugeben, nochmal Ihre E-Mail-Adresse. Einfach bleiben Sie ganz kurz an der Linie. Hm. So, jetzt habe ich das nochmal generiert. Können Sie es nochmal versuchen? Ja. Nee, immer noch Recapacha fehlt, aber es stimmt ja nicht. Jetzt macht er was. Nee, jetzt macht er doch nichts. Hat er so getan. Also wenn Sie auf Ich bin kein Roboter drucken, danach kommt die ohne Kiste, oder? Ich kann das anklicken, ja. Und dann habe ich auch alles gemacht. Dann habe ich das unseriöse Passwort hier drin von 1 bis 6. Da passiert aber nichts. Das geht nicht. Kaputt.
Jetzt geht's. Keine Ahnung, was das für eine komische Webseite ist. Muss man jetzt 10-mal neu laden, damit es funktioniert. So, jetzt bin ich ja. Jetzt bin ich drin, ja. Kriegt man den Bums hier auf Deutsch? Ja, natürlich. Wo denn? Bitte? Wo denn? Also, wenn Sie auf Eingeloggen drücken, danach kommt Select Your Language, ja, also auswählt Sie Sprache. Ja, aber die Seite lädt hier noch, dauert ewig. Ach ja, jetzt kommt hier was. Meine Fresse, ist die langsam, die Seite. So. Wollen Sie German auswählen, Deutsch? So, jetzt bin ich da drin. Jetzt habe ich zwar Deutsch ausgewählt, aber es ist trotzdem alles auf Englisch. Also nicht alles, aber es ist ganz schlechtes Deutsch und ja. Was meinen Sie, was? Na, hier steht immer, hier steht, schaue dem Liste an und darunter steht, you can see on this panel your watching list. Haben Sie die Seite recherchiert? Was habe ich mit der Seite gemacht? Also die Seite haben Sie recherchiert? Was ist denn das? Also erneuern Sie bitte die Seite, wenn Sie Sprache auswählen, danach erneuern Sie bitte die Seite. Ja, habe ich. Ist trotzdem noch komisches Deutsch. Kakerlakendeutsch hier. Also das ist ja kein richtiges Deutsch hier, das ist ja peinlich. Benutzen Sie ein Google Translate, also benutzen Sie ein Google Browser? Nö. Welches Browser benutzt? Was? Also welches Browser benutzt? Ja, ich nutze den Tor Browser. Ja, aber das Deutsch, was hier ist, das ist schlecht. Das ist kein richtiges Deutsch. Entschuldigen Sie mir bitte, Herr Steiner, ja. Es ist Deutsch mit Rechtschreibfehler und die Hälfte trotzdem auf Englisch. Ja, also, das ist Ihr Handelskonto, Herr Steiner, ja. Hier können Sie Ihr Handelskonto aktivieren. Wie gesagt, also mein Angebot ist, 2 Wochen lang haben Sie Probezeit, danach können Sie entscheiden, ob Sie mit uns arbeiten oder nicht, ja. Hm. Ja, aber das ist doch kein Handelskonto, das ist doch ein Witz hier. Bitte? Ich sagte, das ist kein Handelskonto, das ist ein Witz. Das Witz? Ist, ja, das ist total ein Witz, das ist lächerlich. Das ist hier so schlechtes Deutsch und so schlecht übersetzt. Alles klar dann. Ich verstehe, dass Sie sind nicht interessiert. Nö, ich mag keine Betrügerplattform, da zahle ich mein Geld nicht ein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag noch. Nö, tschüss. Wünsche ich Ihnen nicht. Wie geht's Ihnen? Ja. Hier Thomas Weber. Mhm. Ich rufe Sie von Swiss Capital Bank an, okay. Weil Sie sind hier auf unserer Plattform registriert. Mhm. Und gerne möchte ich Ihnen mitteilen, dass Sie eine gute Chance erworben haben, hier auf unserer Plattform. Ja. Mhm. Das ist zwei Wochen Testphase, in dem Sie testen, ja. Ihre Konto zum Beispiel einzahlen, auszahlen, wie ihr Gewinn ist. Mhm. Und dazu kommt auch ein Finanzexpert, mhm, ohne Preis, das auch im Paket, ja. Mhm. Und auch sogar ein Autotrader. Das ist ein Programm, der automatisch handelt, ja, mhm, auf dem Markt. Und darf ich mal fragen, haben Sie irgendwelche Erfahrungen von dem Onlinehandel? Ja, ja. Wie ist denn Ihr Passwort? Wie bitte? Wie ist denn Ihr Passwort? Mein Passwort? Was für ein Passwort? Na, ich habe ja gestern eingezahlt und da haben wir ja ein Passwort vereinbart. Wie ist denn das Passwort? Ah, okay. Jetzt, Moment. Ich verliebe Sie mit unserem Kontomanager, okay? Aha. Und Sie kann das erledigen. Und wie sagt mir denn okay? Das Passwort? Moment, bitte. Ja. Hallo, hier Lautenbach. Ja. Mein Name ist Sandra Schmidt. Ja. Also, sagen Sie mir bitte, wo haben Sie Geld eingezahlt? Na, gestern, bei Avatrade. Was war, wie ist Ihr Name? Mein Name? Nein, haben Sie nein, gesagt, die,
Plattform, von Plattform. Na, bei Arbitrage. Arbitrage. Ja, wie ist denn Ihr Passwort? Nein, schauen Sie, also wir sind nicht von Arbitrage, sondern wir sind von Schweizer Bank. Ach wo so, Sie... dann sind Sie einer von den Betrügern. Also die von Arbitrage Warum haben... Sie... Die von Arbitrage haben gesagt, wenn die das Passwort nicht wissen, dann sind das Betrüger. Wir sind genau die Betrüger-Company, genau richtig. Also Sie haben das richtig gesagt, aber das müssen Sie bestätigen jetzt, sonst bekommen Sie Strafe von uns. Ich soll das bestätigen? Okay? Ja, ich bestätige, dass genau, Sie Betrüger sind. Genau, sagen Sie mir, sind, warum sind wir Betrüger? Na, weil Sie das Passwort nicht wissen. Arbitrage hat gesagt... Welches Passwort? Welches Passwort? Ja, so, warte Sie kurz. Wir haben irgendwo Geld investiert beim anderen Plattform und... Welches Passwort soll ich sagen? Na, aber Trade also hat Sie, weil Sie haben gesagt, wenn Sie von anderen Plattformen einen Anruf bekommen, Sie müssen eine Nacht Passwort fragen und die anderen sind Betrüger und so weiter und so weiter. Stimmt das, ja? Ja. Okay, dann das glauben Sie. Na, hat aber Trade gestern gesagt, wenn Sie das Passwort nicht nennen können, okay, dann sind Sie heute Betrüger. Heute ist Donald Trump gestorben. Glauben Sie das? Wer ist gestorben? Donald Trump ist gestorben. Ach echt? Wusste ich noch gar nicht. Ja, schauen Sie, warum glauben Sie mir jetzt? Na, ich glaube Ihnen ja nichts, weil die anderen haben gesagt, wenn Sie das Passwort nicht... Wem glauben Sie sonst? Sie haben gesagt, wenn Sie das Passwort nicht wissen, dann darf ich Ihnen nichts glauben. Dann sind die anderen Plattformen alle Betrüger, weil sie wissen nicht die Passwort. Okay, ich sage Ihnen, Ihre Kundennummer ist 60 75 87. Aha. So sind Sie bei uns registriert. Sie haben Ihre Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Telefonnummer gegeben. So, das heißt, also Sie haben Interesse geäußert, auf der Finanzmarkt Geld zu verdienen. Und wir sind eine Schweizer Kapitalbank. Und wenn Sie mir jetzt sagen, Sie sind ein Betrüger, das müssen Sie genau wissen, was Sie sagen. Stimmt das, ja? Ja. Okay, dann entschuldigen. Sagen Sie, Frau Schmidt, entschuldigen Sie mir bitte, ich habe das falsch gesagt. Nee, das stimmt doch. Sie sind doch Betrüger. Dann müssen Sie bestätigen, sonst glauben Sie mir. Ja, aber ganz im ich Ernst. Ich verspreche Sie, Sie dann sprechen... bekommen Sie einen Strafe ja, von mir. Darf man auch mal was bei Ihnen sagen oder quatschen Sie einem immer rein? Na. So, kann ich jetzt auch mal was sagen? Bitte schon, aber ja. Ich habe noch so viel Zeit für diese Scheißen zum Reden. Ja, Sie sprechen absolutes Kakerlakendeutsch, also vollkommen unterirdisch. Und dann heißen Sie mit Nachname Schmidt, wer soll denn das glauben? Also mit wem haben Sie gestern gesprochen? Ja, das geht Sie doch nichts an. Sie wissen ja, doch das Passwort ist nicht. Das ist auch scheißegal. Ja. Aber glauben Sie mir, wo Sie Geld investiert haben, also Sie sind auch genauso Betrüger, wie ihr, weiß und ich doch. Ich weiß genau, dass Sie was reingezahlt haben, verlieren Sie auch das. Und noch mehr. Ja. Und ich wünsche Ihnen schon einen Tag. Ja, das wissen ja nur die Betrüger, dass Arbitrage auch dazu gehört. Aber super, dass Sie das so veröffentlicht haben auf YouTube jetzt hier.